Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Don't Starve weiter mit unserem Wolfgang. Wir waren, wie man gut sehen konnte, bei Tag 55 angekommen, haben in der letzten Folge unsere drei kleinen Piepmätze ausgebrütet. Und ja, jetzt ist Winter geworden. Das heißt, bei uns wird es jetzt nicht ganz so spannend wahrscheinlich. Wir gucken mal, was noch so passiert. Ja, die drei Kleinen folgen uns die ganze Zeit. Man darf natürlich nicht vergessen, sie auch ab und zu füttern. Und ich habe mir überlegt, diese Nacht einfach ein paar Pinguineier zu holen. Das heißt, wir haben ja noch zwei Fackeln, die werden wir auch auf jeden Fall noch benutzen. Und werden uns einfach in der Nähe ein kurzes kleines Feuerchen machen. Und dann werden wir ganz einfach, während sie schlafen, ja, die Eier klauen. Ist zwar nicht ganz nett, aber jeder muss gucken, wie er bleibt, wo er bleibt. Dann gehen wir auch schon mal in die Nähe auf jeden Fall. Weil großartig viel haben wir nicht zu tun. Okay, da sieht man schon, da ist jetzt ein Ei. Wenn man jetzt hingehen würde, was ich euch gleich mal zeige, stürzen sie sich drauf und fangen es quasi wieder ein. Da das jetzt nur vier sind, würde ich sagen, gehen wir zu den anderen. Ach genau, seht, wenn die Samen finden, dann fressen sie die halt auf. Also wer Samen sammeln will, das sollte sie nicht ausbrüten in der Zeit, weil sonst gibt es so einen kleinen Konkurrenzkampf. Ja, und hier sind ja dann eben die anderen. Ich hoffe, die haben dann schon Eier. Oh, hier sind nochmal welche. Hilfe. Ach, seht ihr, da sind hier nochmal welche. Das ist cool, weil dann kann man gleich beide Stellen nutzen, weil die sind ja nicht weit voneinander entfernt. Das ist natürlich wieder mal sehr praktisch. Und ich sehe gerade, hier ist ein Ding verstorben. Ist nur die Frage, warum. Und ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier auch sterben müssen. Sieht so aus, dass die Bienen angegriffen hätten, weil hier ein Bienenstachel ist. Ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach mal die Scheiße hier und nehme lieber den Bienenstachel mit. Weil daraus kann ich im Endeffekt irgendwann mehr machen. Gucken, ob hier jetzt noch in der Nähe irgendwas ist. Wir können ja noch so ein bisschen rumgucken, weil hier haben wir das ja noch nicht erkundet. Dann haben wir zumindest ein bisschen was Sinnvolles für heute getan. Oh nein. Ah nee, das ist nur der zugefrorene See. Ich dachte jetzt, das ist der Platz, wo diese doofen Iglos stehen und dann diese, wie nennt man die jetzt, Seehunde oder Walrösser. Also Walrösser dann kommen an einen angreifen, weil das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Aber die haben noch keine Eier. Das ist ein bisschen doof. Naja, dann machen wir zumindest einmal. Okay, Holz kann ich auch keins mehr nehmen. Dann lege ich das gleich mal hin. Ich schaue mal, ob die was zu essen haben wollen. Ja. Wenn die genug haben, dann nehmen sie auch gar nichts mehr an. Das heißt, ich brauche den oberen. Und das bist du gewesen. Perfekt. Ich mache jetzt schon mal ein Feuerchen und gucke dann. Ach doch, die haben Eier. Perfekt. Klar, jetzt sind sie natürlich erschrocken, weil ich hingelaufen bin. Das wird sich dann natürlich ändern, wenn sie schlafen. Hohohoho. Ja, das Coole ist halt, dann greifen sie einen nicht an. Man kommt dann die Eier und ne, man hat so keine Probleme einfach. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier warten soll. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen doof. Wie schaut es denn bei denen aus? Na, die haben dann auch Eier. Also eventuell laufen wir nachts mal darüber. Ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, wie ich Lust habe. Wie ich Lust und Laune habe. Da quengeln sie schon. Die Glan.
Ja, die fressen halt wirklich ziemlich schnell, ne? Alles weg. Vor allem jetzt haben wir drei Stück, wenn es eins wäre, wäre es ja nicht so dramatisch, aber. So gehen sie dann schon ganz schön ran. Ich dachte jetzt, ich habe jetzt nur mal geguckt, ob da noch vielleicht was zu angeln wäre. Aber nein. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unspannend, dass wir jetzt hier warten, bis die Nacht anbricht, aber. Leute, wir warten, bis die Nacht anbricht. Weil dann können wir uns die Eier klauen. Muhahaha. Ich finde die einfach so süß. Also wenn man sich so ein Viech halten könnte, ne, in Wirklichkeit, ich wäre mit einer der ersten, die sich so ein Tier holen würde. Definitiv. So, jetzt wird Nacht. Jetzt legen die sich quasi schlafen. Und jetzt können wir, also wir tun jetzt nochmal ein Holzscheit, nein. Oder zwei sogar, dann wird es natürlich richtig hell. Und dann brauchen wir sogar gar keine. Ah, nein, das war ein Fehler. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ah. Oh nein, jetzt greifen die an. Okay, das war einfach mal mega dumm. Nein, meine Vogelbabys. Hört halt auf. Okay, ich muss die jetzt töten, weil sonst töten die meine Vogelbabys, sonst töten die mich gleich. Oh Gott, ein Schlag und ich bin halt mehr wirklich tot. Oh nein. Bitte lasst ein Vogelbaby leben. Ja, komm zu mir. Okay, das war einfach mal das Dümmste überhaupt. Ja, legt euch wieder hin, schlaft schön. Ich nehme jetzt einmal die Waffe weg. Oh mein Gott, wie hohl einfach. Also, ich habe es euch jetzt mal gezeigt, wie ihr es nicht machen sollt, ne? Sondern der Kleine schreit nämlich. Der will nämlich was zu futtern haben. Kann ich dir das schon geben? Nee, das will er nämlich noch nicht. Verdammt, ich habe halt jetzt auch so keine Samen mehr dabei. Wenn ich denen dann nämlich nichts gebe, dann verpisst er sich sicher. Aber zumindest habe ich einen dann noch. Oh weh. Ja, da habe ich Mist gebaut. Und ich sag noch, ja, wird jetzt auch nicht so spannend. Oh, jetzt piepsen beide. Kann ich denen eine Karotte geben? Nein, die wollen unbedingt. Verdammt. Aber das sind doch Bärenbüsche. Ist da was dran? Nein. Wo ist ein Bärenbusch? Bitte in der Nähe, wo irgendwas dran ist. Hier. Bitte haut jetzt bloß nicht ab. Bitte, 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 bitte. Ich will einen behalten. So, geben. Perfekt. Der eine ist zufrieden. Der kommt schon wieder mit. Brauche noch schnell einen zweiten Strauch mit Beeren, bitte. Bitte, bitte. Verdammt, wieso ist denn nirgends so einer? Bis ich jetzt nach oben gehe und wieder zu Hause bin und dann wieder hier bin, ist der Piepmatz weg. Samen gefunden. Was für ein unverschämtes Glück. Warte, aber jetzt ist er sicher schon weg. Und mein Leben ist halt einfach mal gleich null und so. Hallo, ist mein Piepmatz noch da, oder? Tatsächlich. Seht ihr, jetzt ist er weg. Okay, aus drei werden eins. Gut. Aber den müssen wir großziehen. Jetzt fall. Und das ist jedes Mal, wenn ich da weggehe. Zumindest haben wir jetzt Eier. Yeah. Aber sowas Doofes aber auch. Da, nimm. Ich glaube, ich heile die dadurch wieder.
Oh Mann, wo geht's denn heim? Oh, nach links. Alter, möchte einschlagen und ich wäre sowas von hier. Gleich mal was essen, damit ein bisschen Leben reinkommt und so. Komm mit, Piepmatz. Verdammt. Bin ich froh, dass die nicht mehr weiter angegriffen haben, weil sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Komm, jetzt esse ich noch den Mais, der gibt doch auch noch was, ne? Ja. Gott, wenn mich jetzt... Es braucht nur ein Ding und ich bin halt tot. Naja. Okay, die Eier lege ich jetzt einfach mal mit rein. Und das war voll der Reihenfall. Aber ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. Ich weiß zwar nicht was, aber ihr habt was draus gelernt. Seid nicht so blöd wie ich. Ach, das ist so ärgerlich. Ich glaube, ich verfütter lieber ein paar Bären, anstatt dann meine kostbaren Samen an den Vogel zu verschwenden. Da jetzt ist die Mutterliebe weg. So schnell kann es gehen. 15 Mist habe ich da so viel eingesammelt. So. Weiß. Achso, ich glaube, der will nichts mehr, oder? Ja. Okay, dann bist du voll. Vielleicht heile ich mich doch mal. Ach, ich glaube, ich kann gar keine Heilsalbe machen. Ich weiß, dass ich Asche brauche. Zwei, glaube ich, sogar. Und eins von dem. Und was noch? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Oder wo es war. Hier war es. Ah, nee, geht. Ein bisschen heilen. Naja. Ein bisschen. Das war jetzt oder was? War nichts Gutes so. Aber es war was. Ich will einmal es schaffen, dass so ein blödes Ding erwachsen wird. Ein einziges Mal. Und irgendwie werde ich es schon hinkriegen. Wahrscheinlich in Folge 1200. Aber naja. Und Eds weiß ich halt auch nicht. Jetzt habe ich hier noch gedreht. Achso, nee, hier ist auch noch gekochtes Essen. Uiuiui. Kann ich dir nicht auch sowas geben? So ein Schrott hier? Wahrscheinlich, wenn du älter bist. Es ist sowas. Aber habt ihr gesehen gehabt, wenn man die nicht füttert und man hat nichts dabei und man geht einfach mal kurz ein bisschen weg, dann verschwinden die halt. Und das ist halt ein bisschen doof. Aber gut. Wir haben zum Glück noch einen. Also merke, produziere immer mehr Eier bzw. Küken, damit welche verrecken können. Oder nimm einfach keine Waffe in die Hand, wenn du Eier klauen willst. Das wäre vielleicht auch ein guter Vorteil. Oder Vorsatz. Man sieht halt so kaum seine Augen, wenn er so guckt. Mit der Mütze. Wenn wir am Feuer sind, brauche ich die auch gar nicht. Bin seine Haare gar nicht mehr gewöhnt. Wolfgang, Wolfgang. Ach ja, ein Vogel geopfert und der andere war weg.
Ich habe das Fleisch gegessen, oder? Habe ich das gegessen? Ich glaube ja, das war ja unser Baby. Ja, ist so üblich. Aber naja. Ich gucke jetzt mal, unser Werkzeug reicht eigentlich noch. Ich lege jetzt den Speer ab, weil den brauche ich jetzt erstmal eh nicht. Die Angel kann ich auch reinlegen. Ja, und sonst haben wir eigentlich nicht mehr wirklich was Weltbewegendes. Dann warten wir noch schnell, bis es Tag wird. Eiskalt zerstört. Ich weiß gar nicht, ob jetzt da oben noch ein Ei ist. Wollen wir mal hingucken und unser letztes Küken töten? Ich hoffe jetzt mal, das Feuer hält noch. Aber es flackert so. Nein. Wenn es dann nämlich so am Ende, wenn es ganz niedrig das Flackern zu stark anfängt, dann ist es ein Zeichen, dass es gleich ausgeht. Also nur so als Tipp. Ach nee, ich muss ja die Mütze anziehen, weil die wärmt ja. Okay, wir gucken jetzt einfach nur mal hoch und schauen, ob da ein Ei liegt. Oder ob wir bis zum Sommer warten müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war doch jetzt irgendwo hier. Irgendwie ist die Welt ein wenig verschoben, habe ich das Gefühl. Tasten uns langsam ran. Okay, nee. Die Dinger haben es getötet. Dann können wir uns doch das Ei holen. Man lernt, Eier klauen, keine Waffe in der Hand. Das heben wir uns auf. Falls wir nochmal Scheiße bauen, haben wir die Möglichkeit, noch ein Ei. Ja, Opfern ist wieder böse gesagt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Zur Reserve. Das ist dein Bruder oder Schwesterlein. So. Wie nenne ich uns den jetzt eigentlich? Ich brauche ja irgendeinen Kosenamen für unseren Vogel. Ich glaube, ich nenne ihn Erik. Ich weiß nicht wieso. Oder Manfred. Okay, nee. Wir nennen ihn Manfred. Mit natürlich einer komischen Aussprache, weil sonst ist er nicht witzig. Das legen wir mal kurz in den Kühlschrank. Ja, piepst du nur wieder. Kriegst schon was. Ist jetzt auch wieder zweimal was, oder? Tatsächlich! Ah, der frisst wohl mehr von den Beeren. Also wahrscheinlich zwei Beeren oder einen Samen. Ich lerne auch immer wieder dazu. Wobei ich das Spiel wirklich total mag. Wie gesagt, ich spiele ja auch privat. Also, Manfred. Ich bin Wolfgang, deine Mama. Ja. Dann enden wir die einfach ab. Falls Manfred Hunger hat, damit er was bekommt. Das ist übrigens eigentlich ganz cool, wenn wir den dann doch mal in die Ecke ge gedrängt haben. Oh, verpfeift dich jetzt bloß. Klar, jetzt wird er alle anderen abknabbern. Ah nein, verdammt. Oh, greif bitte keinen an. Bitte, bitte, bitte. Nein, nicht zum Camp, nicht zum Camp. Nein, verdammt, zu spät. Ja, geh weg hier. Wir wollen dich hier nicht haben. Du bist hier absolut unerwünscht. Verdammt, hat's geschafft. Okay, Manfred, du kriegst wieder was zu essen. Hey, wie viel Hunger hat denn der? Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Da wieder ein Vogel. Aber ich schaff's, glaube ich, nicht, den zu erwischen, weil er zu schnell war.
So. Manfred, ich muss dir noch sehr viel beibringen. Nicht jeder Vogel ist gut. Beziehungsweise freundlich. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn der dann endlich einmal ausgewachsen ist, ob der dann auch sein Nestler aufbaut. Das wär's ja, ne? Also jetzt lege ich doch mal wieder einen Speer aus der Hand, weil sonst endet das nicht gut. Mein Leben, mein Herz, meine Gesundheit. Ich finde es so süß, wenn der so rumspringt. Ich könnte ihn die ganze Zeit zugucken. Unser Manfred. Also. Jetzt können wir aber mal gucken, wie lange der denn braucht, um etwas älter zu werden. Weil wir haben ja bei Tag 50 angefangen. 55. Und... Also von 50 bis 55 schlüpft das Ei. Von 55 bis, wissen wir noch nicht, wird er zum Teenager in Anführungsstrichen. Und dann können wir auch mal gucken, wie viel Zeit denn er benötigt, um ein ausgewachsener Vogel zu werden. Das ist wiederum cool, weil ich ja immer in 5er Schritten aufnehme. Kann man das so ein bisschen wissen. Gott, habt ihr gerade gesehen, wie er geguckt hat. Wenn sie dann noch immer so klein bleiben könnten. Haha. Können wir unsere Mütze wieder abnehmen? Um so ein bisschen was zu sparen, weil wir sind ja eh am Feuer. Wir stehen schon fast im Feuer, so wie man es von der Grafik her sieht. Also von daher. Jetzt kommt eh wieder die Nacht, das heißt Manfred schläft. Und wir passen quasi auf den Kleinen auf. Machen wir es so. Ach ja, vom 12. bis zum 23. soll ja diese Sternschnuppennacht sein. Also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob das überall auf der Welt ist oder... Nee, kann ja nicht sein, haha. Aber ich denke ganz oft... Oh, Entschuldigung, ich bin etwas müde. Ganz oft kann man es sehen. Oder was ganz oft, ziemlich überall eigentlich, also... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, woher ich komme halt, ne? Aber bei uns kann man es dann sicher sehen. Also die Sternschnuppen. Ich weiß gar nicht, ich war heute ein bisschen in der Stadt. Und einkaufen. Und ein bisschen Fahrrad fahren. Im Regen. Ja, das war so mein Tagesablauf. Dann habe ich eine Folge schon aufgenommen für gestern. Und die nehme ich quasi am selben Tag auf. Nur lade sie dann einen Tag später hoch. Oh nein, ich werde verkrüppelt von meiner geistigen Gesundheit. Hallo, kannst... Oh, ich bin schon doof. Ich sollte vielleicht auch normal drücken. Wenn er was essen soll. Ich würde es gern trotzdem nochmal probieren, Eier dann zu klauen. Ich glaube, ich gehe trotzdem wieder runter. Wenn es ein bisschen risky ist, aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Tadam, tadam. Manfred, du standest gerade im Feuer. Das ist nicht okay. Mensch. Okay, jetzt müssen wir wieder die Hütte tauschen. Wobei ich den echt gern mal ein bisschen anlassen würde. Komm, wir füttern erstmal Manfred. So. Jetzt ist er bei Ruhe, ne?
Um 12 Uhr spätestens Feierabend, doch. Zwei Essen nehmen wir mal mit. Okay, komm mit, Manfred. Wir gucken jetzt, wo wir uns dann am besten positionieren. Och, ich war mal wieder zu schnell. Ich leg dieses Mal aber gleich die Waffe weg. Weil hier... Ja, toll. Ein Ei. Nee, es bringt mir nicht so viel. Oh ja, ich sollte die Mütze anziehen. Bringt es eigentlich auch was, so, wenn ich mit der Fackel rumlaufe? Eigentlich müsste das ja auch was bringen, aber nein. Oh nein, die sind angriffslustig. Manfred, wir müssen aufpassen. Die töten jetzt sicher gerade. Oh mein Gott. Ja geil, jetzt erfriere ich. Warum erfriere ich jetzt? Okay, wir legen jetzt ein Feuer. Ich musste. Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgewärmt. Asche nehmen wir gleich mit, das ist ganz gut. Okay, der ist nicht angriffslustig. Wir schleichen uns einfach da so vorbei. Ich weiß nicht, ob der da angriffslustig ist. Ich glaube nicht. Man muss halt immer den Arsch sehen von denen. Wow, 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 wow. Komm mit, Manfred. Jetzt ist uns schon wieder kalt. Wir zünden einfach nochmal ganz dezent etwas an. Und schnell weggehen, was uns verbrennen wir. Ich glaube, der da ist rollig. Gerade hat er irgendeiner an roten Bobbers. Habe ich doch genau... Da, der da. Habe ich... Oh, genau gesehen. Lauf, bleib doch da bitte nicht stehen. Ich glaube, wir holen jetzt doch noch keine Eier. Außerdem kriege ich jetzt die ganze Zeit so Frieranfälle. Ist ja auch doof. Jetzt ist richtig kalt. So, gleich mal ein Feuerchen machen hier. Und dann ziehen wir uns die Mütze aus. Und, ach nee, Fleisch kommt in den anderen Kühlschrank eigentlich, ne? Keine Ordnung hier. Sehr ätzend. So, die Eier müssten hier theoretisch auch rüber. Gut. Ja, ich heb eigentlich das Fleisch hier auf, um es dann unserem Piepmutz zu geben. Oh, der schreit schon wieder. Ich bin keine gute Mami, hä? Ich beschwer mich, wenn mein Kind dann das Schreien anfängt. Oh, jetzt heulte schon wieder. Spaß. Hat noch Zeit. So, Manni. Manfred. Ich nehme noch kurz deine Beeren. Tut mir leid, aber ne, Mama hat auch Hunger. Kann man ja wieder ein paar Stück pflücken und düngen. So. Ja, da flog gerade ein Hubschrauber über mein Haus. Yeah. Hat man mit Sicherheit auch jetzt in der Aufnahme gehört. Es war wirklich laut. Wenn nicht, dann ist das ein bisschen komisch. Ein bisschen. Ach ja. Wie soll ich Manfred nur erklären, dass ich zwei seiner Geschwister verloren habe und einen gegessen habe? Das ist schon krank. Ein bisschen. Aber Manfred, so ist es. Sei froh, dass du noch am Leben bist. Ja, also meine geistige Gesundheit ist jetzt auch nicht mehr so fit, ne? Ich mache die eigentlich zurzeit nur mit Essen wieder gut.
Wobei, dieses Ratatouille bringt halt echt nicht viel, ne? Also das ist wirklich miserabel. Ja, am besten sind eigentlich Gerichte mit Fleisch halt auch. Die sättigen richtig und das ist schon, ne, wichtig. Wobei ich das ist voll der Vorurteil. Ich meine, als Vegetarier kann man auch seine geistige Gesundheit behalten und wieder Leben kriegen, ja? Oh, er guckt süß und schläft. Aber seht ihr, man verbraucht echt viel mehr Holz. Ich meine, okay, ich bin jetzt nicht gerade die Sparsamste, weil wenn ich es hab, dann hab ich's. Aber ja, man merkt trotzdem, dass im Winter man einfach mehr Holz benötigt. Ist ja eigentlich auch logisch. Ist ja kälter. Den Hut müsst du uns eigentlich auch mal machen. Ah, wir können uns auch so eine Wintermütze machen. Warum habe ich daran eigentlich nicht gedacht? Naja. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht gucken wir nochmal wieder runter zu dem Pinguin. Vielleicht hat dieses rollige Bison oder Büffel wieder einen Pinguin getötet. Ja, es erfreut uns, weil wir sein Fleisch und seine Eier kriegen, aber in Wirklichkeit ist das sehr, sehr traurig. Sagte sie und fing zu lachen an. Man könnte jetzt auch den Helm hier nehmen. Und natürlich anziehen, aber ich will den jetzt eigentlich nicht verbrauchen. Ich hätte ihn gern unter der Erde dann. Da werden wir uns dann auch noch mehr machen. Und dann geht's ab. Unter die Erde. Dum, 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 dum. Na. Irgendwie dauert es im Winter alles länger. Schlimm. Hab jetzt Bettag. Sehr gut. Jetzt kann ich dir was geben. Ich lasse noch ganz kurz meine Mütze auf. Hä, wieso wolltest du jetzt nichts? Ess. Du wirst genötigt, was zu essen. Also ehrlich. Ich will jetzt kurz noch ein bisschen geistige Gesundheit bekommen. Essen wir einfach nochmal was. Da müssen wir uns eh wieder was machen. Okay, kommst du mit? Manfred. Manfred. Jetzt müssen wir aufpassen. Dö-düm. Dö-düm. Der hat den roten Hinter. Der rechts. Oh, der auch. Okay. Ausweichmanöver. Oh, yes. Schaut so aus, als ob die die mal ganz ge dezent gekillt haben. Okay. Wie schaut das jetzt denn da oben aus? Jetzt komme ich da natürlich nicht wirklich hin, ne? Weil wenn wir ganz außen herumgehen. Ich muss halt auch aufpassen, was der Glanne da macht. Weil wenn der zu nah hinkommt, dann töten die Büffel den Kleinen. Ach komm. Wow, 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 wow. Oh. Kleiner. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber cool. Jetzt können wir da mal hingucken. Und ich glaube, da leben. Hä, das sind die auch nicht mehr. Wurden die auch getötet? Hä, es kann doch gar nicht sein. Sind ja alle weg. Was?
sind denn das für Mütter? Ich wünschte, man könnte die Eier auch ausbrüten. Dann hätte ich noch so kleine Pinguine. Hallo, das ist so cool. Ich meine, das ist so cool. Oh, das wär's. Dann würde ich mir eine riesige Armee aufbauen. Ja, und am Ende verrecken sie. Aber ich hätte es probiert. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Eier. Jetzt gucken wir nochmal, ob Manfred Hunger hat. Er hat Hunger. Manfred, renn doch nicht immer weg. Immer wenn Moody kocht hat, rennt Manfred weg. Was soll ich nur mit dem machen? So, tierisch war ich hier. So. Und wir sollten uns mal wieder was zu essen machen. Weil jetzt schaut es ein bisschen knapp aus. Oder was heißt knapp? Okay, knapp war jetzt voll übertrieben. Ich nehme noch ein paar Beeren. Was natürlich auch richtig mies wäre, wenn ich aus Versehen Manfred hauen würde. Jetzt sehe ich ihn halt gerade gar nicht. Ah, er ist wieder da. Huch, jetzt hat es kurz gewackelt. Dann kochen wir uns doch mal was Schönes. Wobei, ich nehme 2 Honig, weil wir haben so viel Honig. 2 Honig, ein Fleisch und ein Bär. Ein Bär. Und Bären. Ein Grizzlybär, bitte. Oder ein Braunbär. Ein Brillenbär, ein Waschbär, ein Eisbär. Ein Gummibär, ein Haribo-Bär. Jetzt fallen mir langsam keine Bären mehr ein. Brombeeren, Blaubeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Warum rede ich über Bären? So. So. Na, das ist doch mal was. Bam. Tja, Manfred, so was Gutes kriegst du nicht. Du kriegst nur die Bären. Schon hart. Zap, zap. Und nochmal rein. Ich wollte das Fleisch halt Manfred geben, wenn er etwas älter ist. Wenn er in der Pubertät ist. Und sich für andere Vögel interessiert. Oh Mann. Es kocht halt ziemlich lange, aber es stört uns ja nicht. Wir haben ja ein bisschen Zeit. 1, 2... 3 und 4 und kochen. Und ich verbrenne jetzt mal hier die Dinger, die nehmen eh nur Platz weg. Wie schön hell das wird. So. 1, 2, 3 und 4. Natürlich muss ich Manfred ein paar Beeren übrig lassen, wenn er noch so klein ist. Die lasse ich einfach noch da. Die lasse ich einfach im Inventar. Passiert ja nichts. Komm, wir wecken jetzt einfach Manfred auf und füttern ihn. Oh Gott, stell dir vor, da kommt einfach jemand nachts in euer Zimmer. Steckt euch irgendwelche Beeren in den Mund, damit ihr einfach was esst. Voll verstörend.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob bei diesen Eisschollen, wo sich die Pinguine eigentlich immer aufhalten, jetzt da neue Pinguine kommen oder ob gar keine mehr kommen. Ist halt jetzt auch wieder sowas, was ich nicht weiß. Aber wir werden es herausfinden. Außer jetzt ist dann auf einmal wieder Sommer. Das wäre natürlich komisch. So. Mütze können wir uns dann eh gleich nochmal anziehen. Und dann wird es auch schon Tag. Und das war's wieder mit der heutigen Folge. Das nächste Mal hoffe ich wirklich, dass unser kleiner Piepmatz zum Teenager wird. Also Manfred heißt er jetzt. Also für die, die es noch nicht geschnallt haben, der Vogel heißt jetzt bei mir Manfred. Weil Tick und Trick sind gestorben und dann ist Track ein bisschen doof. Also, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Gruß, euer Schlaflos. Tschüss!